Leute, lest euch das mal bitte durch. Einfach mal kurz durchlesen, bitte, ja? Du sagst ja immer, dass es keine so großen Unterschiede gibt. Es gibt keine Mutanten oder so. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass Genetik viel ausmacht. Die Westafrikaner haben gehäuft mehr schnelle Muskelfasern, die für eine kurze Zeit Riesenmaximalkräfte entwickeln können. Der Sprinter Ben Johnson hat 180 Kilogramm Bankdrücken gemacht bei 80 Kilogramm Körpergewicht. Und der hat als Sprinter natürlich nicht nur Bankdrücken gemacht. Versteht sich. Das hat mir ein Zuschauer geschrieben. Das ist mitunter, auch wenn es gegen meine Theorie sprechen soll, diese Aussage, weil hier geht es um dieses Video. Ja, also hier ist der Text. Du sagst ja immer bla 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 und so weiter. Das ist mein Video Akku Bankdrücken Tipps Tricks Teil 9. Ja, so. Mit solchen Texten, mit solchen Mails habe ich tagtäglich zu kämpfen, weil der Akku vertritt ja die Ansicht, dass irgendwelche 17, 18, 19-Jährigen keine 180, 200 Kilo Bankdrücken machen können. Der Akku vertritt auch die Ansicht, dass ein 70, 80, 90 Kilo Mann keine 170, 180 Kilo Bankdrücken machen kann. Wer auf Natural trainiert, kann diese Sachen, die ich sozusagen vertrete, verstehen. Wer, sagen wir mal, selbst sehr wenig trainiert oder sagen wir mal, wenig Ahnung hat, ist ja nicht schlimm. Derjenige, der mir das geschrieben hat, ich bin dem überhaupt nicht sauer. Im Gegenteil, das ist eines der besten Kommentare, weil das mal wieder beweist. Ich habe dann eine Gegenantwort geschrieben. Und zwar, ab 14 Minuten 27 Sekunden sollte man am besten gut zuhören. Ja, da sieht man mal, wie ahnungslos viele Leute und auch zum Beispiel du seid. Und so weiter und so fort. Leute lassen sich einfach viel zu sehr von irgendwelchen Behauptungen oder Videos, was sie sehen, oder von irgendwelchen Sachen beeindrucken. Als er mir das geschrieben hat, Ben Johnson, 80 Kilogramm schwerer Sprinter, also diese Leute, die 100 Meter laufen oder 400 Meter auf Sprint, sehr leicht, 80 Kilo. Ich war selber mal 80 Kilo auf 1,80 Meter. Ich weiß, dass 80 Kilo im Powerlifting-Sinne, natürlich sind 80 Kilo schon ordentliches Gewicht, aber für einen Kraftsportler, für einen Powerlifter ist 80 Kilogramm Babygewicht. Auch 90 Kilogramm ist noch Babygewicht. Selbst die 100 Kilogramm, obwohl es eine 1 und 2 Nullen sind, hört sich für jeden Otto-Normalverbraucher viel an. 100 Kilo ist aber nicht. Für einen Kraftsportler ist 80, 90, ja sogar die 100 Kilo eigentlich nichts. Okay, 100 Kilo kann man schon sagen, langsam fängt Schwergewicht richtig an, aber ein richtiger Schwergewichtler, ob das jetzt beim Boxen ist, hier die Klitschkos zum Beispiel oder sonst wer, ab 105, 110 Kilo fängt richtiges Schwergewicht an. Beim Gewichtheben, Kraftsport und so weiter erst recht erst ab 105, 110 Kilo. Er hat mir geschrieben, Ben Johnson 80 Kilo, drückt aber 180, also Sprinter auch noch, ja, also Leichtathlet, 80 Kilogramm schwerer Sprinter, hat Mutantengene und drückt aber 180 Kilo. Ja, der Akku legt sich dahin mit seinen 130 Kilo und drückt nur 160, 165, 170 irgendwann vielleicht. Ja, der Akku trainiert schlecht anscheinend, oder der isst nicht genug, oder der weiß nicht, wie man sich ernährt, oder der weiß nicht, wie man trainiert. Gibt's so Leute, die dann so denken, ja, warum kann der Akku so wenig drücken? 130 wiegt er, aber 160, 170 drückt er nur auf der Bank, auf der Brust. Da kommt so ein Ben Johnson, wiegt 80 und drückt 180 Kilo. Wie kommt das zustande? Der Akku predigt das schon seit Monaten auf YouTube. Viele Leute, die an ihn glauben, glauben ihm das, aber viele Leute wollen dann so diese Mutantengene verteidigen. Wie gesagt, dann habe ich mir überlegt, so der Akku hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ne? Ist ja nicht so, dass der Akku 12 ist und keinen Plan von dieser Welt hat. Zu der Zeit, als der Herr Ben Johnson Weltrekorde gelaufen ist im Sprint, da war der Akkulein schon auf diesem Planeten unterwegs, ja? Der hat sich auch Sportnachrichten angeguckt oder Sportsendungen und er kennt auch diesen Ben Johnson, hatte den aber vollkommen vergessen. Dann denke ich so nach, denke ich mir, Ben Johnson, Ben Johnson, Ben Johnson, warte mal, Ben Johnson.
Ben Johnson. Ben Johnson. Ja, Ben Johnson. Googeln wir doch mal Ben Johnson. So, Simsalabim, ich google das nach, weil da war mir da die ganze Zeit im Hinterkopf irgendwas am Rumschwirren, ja? Ich danke dir echt für diesen Kommentar mit Ben Johnson. 80 Kilo, 180 Kilo, 80 Kilo Körpergewicht, 180 Kilo Bankdrücken. Siehe da. Tada! Dopingskandal. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul gewann erneut das mit großer Spannung erwartete Duell über 100 Meter mit Weltrekordzeit. Ja? Bla 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 bla. So, der Herr Ben Johnson, hier in Blau, sieht man Steroide, Stanozolol. Ich kann das noch nicht mal aussprechen, ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der hat da genommen, wurde gesperrt, ja. Die Medaillen wurden dem aberkannt. Und da ist er nochmal Comeback zurückgekommen, wurde dann 1993 oder irgendwann, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall wieder erwischt, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, dann hat man rausgefunden, er hat es auch zugegeben, dass er ein Jahrzehnt richtig hardcore am Stoffen war, der Herr, mit Steroiden. Ja? Und viele Leute gucken bei YouTube, kann man den mal bei Kniebeugen sehen, der junge Herr Ben Johnson mit seinen 80 Kilogramm Körpergewicht, der kleine Sprinter, ja, hat mit seinen 80 Kilogramm Körpergewicht 275 Kilogramm Kniebeuge. 6 Wiederholungen hingelegt. Da kommt der Akku, hat seinen Bruder zu Hause, könnt ihr euch mal angucken, Akku 200 Kilo Kniebeuge. Übrigens, Kniebeuge von der Bank hat der Herr Ben Johnson gemacht, ne? Weil viele dann immer ankommen, ja, warum machst du denn Kniebeugen auf der Bank und so? Also bis zur Bank runter, also eine Bank unter deinem Arsch und dann bis dahin wieder hoch. Könnt ihr euch angucken, Ben Johnson Kniebeuge auf Google, dann kommt das Video. Der macht das genauso wie ich auf einer Bank. Egal, aber ich werde trotzdem diese Ass-to-Grass-Kniebeuge machen. Worauf ich hinaus wollte, ich racker mich ab damit 200 Kilo mit meinen 130 Kilo Körpergewicht, mache eine billige Wiederholung, kack da beinahe ab, mein Bruder muss mir die Gewichte darunter und so weiter und so fort, ja. Und die Leute gucken sich irgendwelche Videos an oder haben da irgendwas mal aufgegriffen, irgendeiner hat denen was erzählt und dann heißt das, ja, warum regt sich der Akku auf, der kann anscheinend nicht trainieren und so. Da seht ihr es, ja, 80 Kilo und der war Profi-Leistungssportler, der Herr Ben Johnson. Der hat das für seinen Lebensunterhalt gemacht. Der hat 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr nichts anderes gemacht, als für den Sport gelebt. Er hat trainiert, gegessen und gedopt ohne Ende. Gedopt, nicht vergessen. Ich will euch damit nur eine Sache sagen. Warum ich mich, weil manche fragen sich ja, warum regt sich der Akku denn so auf und so, ey, das geht mir echt auf den Keks, ihr, weißt du, so viele Leute, die jetzt mittlerweile Stammzuschauer bei mir sind, denen ich das oft erklärt habe, oder auch viele Leute, die wissen das von sich selber, ich muss denen das gar nicht erklären, aber es gibt noch genug Leute, die lassen sich so schnell blenden, die hören da so 80 Kilo, 70 Kilo, drückt 200 Kilo, drückt 880 Kilo, der ist gerade mal 16, drückt 200 und so. Sowas gibt es natürlich. Es gibt 18-, 17-Jährige, die 200 drücken. Es gibt auch sogar, ich habe hier von einem gehört, jetzt ein 15-Jähriger drückt 220, 230. Ein 15-Jähriger. Es gibt so Leute, natürlich gibt es die, aber die sind nicht natural. Die sind nicht ohne Beschiss unterwegs. Die bescheißen sich, die bescheißen die Leute und die wollen einfach nur um jeden Preis die Leistung steigern. Tut mir einen Riesengefallen. Solche Mails einfach bitte nie wieder. Ich will das. Ich krieg jedes Mal so. Ich krieg jedes Mal ohne Scheiß. Ich krieg Augenkrebs, ne, bei sowas. Ja, ich hab da einen, der ist 16, drückt 200. Deine Leistungen sind voll billig. Du kannst nichts. Ja, ich kenne da einen, der wiegt 88, 85 Kilo, drückt 170 und so. Weißt du, ganz ehrlich, Mann. Und das war ein Profisportler, ja. Und der hat gedopt trainiert den ganzen Tag. Und der hat nichts anderes gemacht als trainieren, gedopt und gegessen und sich nur auf diesen Sport konzentriert. Und da kommen irgendwelche Hobbysportler um die Ecke, wiegen auch so 80, 90 Kilo und wollen da irgendwie demnächst die 200 drücken. Leute, die länger schon meine Videos sehen, wissen, von wem ich rede. Ja, die großmundig ankündigen, ja, ich wiege 80, 90 Kilo, ich drück euch mal bald die 200 Kilo oder irgendeiner von uns drückt bald die 200 Kilo. Ja, wir sind alles Naturalmutanten, ja, unsere Gene sind so toll, wir drücken bald die 200 Kilo.
Ja, und der Akku kann halt nichts, ne? So, der wiegt viel und kann nichts drücken und so, ja? So, da habt ihr den Beweis. Ein Profisportler, der seit 10 Jahren gedopt hat, hat mit 80 Kilo 180 gedrückt. Da kommen so andere Leute, so Hobbysportler, die im Keller trainieren und kündigen an, ja, ich drück bald die 200. Oder irgendwelche 15-, 16-Jährigen oder so. Ne? Tut mir einen riesen Gefallen, hier Wikipedia nachschauen oder Ben Johnson Videos nachschauen und auch seine Story, was mit dem war und so weiter. Davon gibt's hunderte. Diese ganzen. Ach komm, ne? Ein Nachtrag zu meinem Video, nur damit das mal jetzt mal offiziell ist. Ein 80 Kilo Mensch drückt keine 180, 170, 200 natural. Gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Es gibt nicht. Natürlich, Genetik spielt immer eine Rolle, aber nicht diese Riesenrolle. Natürlich, der eine hat ein bisschen bessere Genetik, der andere ein bisschen schlechter. Dann drückt er im Endeffekt 10, 20, wenn es sein soll, okay, 30 Kilo mehr als der andere, aber doch nicht solche Riesensprünge. Auf einmal 50 mehr, 100 Kilo mehr als irgendein anderer, der genauso viel wiegt oder sogar noch mehr. Sowas gibt es nicht. So, ich habe mich genug aufgeregt. Ja, ihr seht, bei solchen Themen platzt mir einfach immer der Kragen, Mann. Und ich will euch nicht auf den Keks gehen oder so, aber das muss sein, das muss Aufklärung da herrschen. Das meine ich damit. Ich habe bei meinem, gebt mal ein bei YouTube, Akko Anabolika, ja, guckt euch das Video an. Mir liegt das so auf dem Herzen, weil die Leute, da gehen irgendwelche 16, 17, 18-jährigen Fitnessstudio, dann sehen, boah, ey, da ist einer in meinem Alter, der wiegt 70, 80, 90 Kilo, der drückt 200 Kilo, der drückt 180, der drückt 160, 170, so ein kleiner Fuzzi mit 80 Kilo, 90 Kilo. Ja, das will ich auch, aber ey, ich hab bestimmt schlechte Gene. Ja, ich habe schlechte Gene. Guck mal, der ist in meinem Alter, der hat mein Gewicht, drückt aber 200. Und ich racker mich da mit 80, 90 Kilo Bankdrücken ab. Oder mit 100 Kilo. Ja, okay, dann ich habe schlechte Gene. Der hat Mutantengene, ich habe schlechte Gene. Ja gut, dann jetzt wird, ab jetzt, ich nehme mal ein bisschen Steroide, weil ich will ja mit dem mithalten. Ja? Deswegen, wenn euch demnächst einer über den Weg läuft mit 70, 80 Kilo oder 90 Kilo oder der ist gerade mal 16, 17, 18, drückt irgendwelche unvorstellbaren Gewichte hier 180, 200, 170, so ein junger Fuzzi, der gerade mal ein, zwei Jahre trainiert, so, dann musst du dem sagen, ja, Junge, ist gut, mach mal hier nicht die Welle, du hast gedopt, damit du Bescheid weißt. Ja, und die besten Beweise gibt es hier, könnt ihr euch angucken. Das ist nicht der einzige Ben Johnson, es gibt so viele Leute, könnt ihr euch alles mal angucken. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Egal, mir platzt jedes Mal der Kragen, tut mir leid, aber ist einfach so, ja. Die Leute sind fehlinformiert einfach. Aber ganz ehrlich, ich fand das cool, dass er mir das geschrieben hat und ich bin ihm auch überhaupt nicht böse. Also nicht irgendwie da jetzt den angreifen oder sonst irgendwas. Ich fand das super gut, weil durch solche Comments, dann kann ich das widerlegen und zwar mit Beweisen. Ich laber nicht rum wie andere Leute, ja, es ist so, dann ist das so und ihr müsst das glauben, sondern ich kann es euch alles belegen, zum Beispiel mit diesem Beispiel. Da kann man bei Wikipedia, bei Google nachgucken. Ich kann euch so Sachen auch teilweise sehr schön beweisen, dass ich nicht irgendwie Kokolores laber, sondern dass ich euch schon die Wahrheit sage. Also frustriert nicht, wenn dem nächsten 15-Jähriger 200 Kilo drückt, sondern ihr wisst dann Bescheid, der hat auf jeden Fall nicht mit sauberen Sachen gearbeitet, ja? Alles klar. Habe ich euch mal kurz angespuckt hier oder was? Egal. So eine Krawatte kriege ich. Bis dann, ciao.